Hallo ihr Lieben und willkommen zurück hier nach der erfolgreichen Rutschpartie. Bin gespannt, wie es weitergeht. Wir rutschen weiter, sieht's aus, so wie es aussieht. Aber wisst ihr, was mich das gerade hier erinnert? Ich war, als ich kleiner war, war ich mal, also was heißt mal, ne? Geht man ja ab und zu mal in die Stadt so shoppen, wenn man nicht gerade in der Großstadt aufgewachsen ist. Und da gab es einen Laden, einen Schuhladen, der hatte so eine Rutsche. Also die war praktisch zwischen Treppe und Wand. Irgendwie so ein schmales, so ein... Na, so wie hier. Also halt schmaler natürlich, ne? Und da konnte man in den Keller rutschen. Und das fand ich total cool. Und immer wenn wir da waren in der Stadt, dann bin ich diese Rutsche runtergerutscht, weil ich das so super fand, ne? Und das war eigentlich nur für die Schuhe, ne? Um runter ins Lager zu bringen. Aber ich bin da halt immer runtergerutscht. Und immer wenn ich da war, wollte ich da in diesen Laden. Oh, opa. Und das gerade eben hier hat mich ein bisschen dran erinnert. Irgendwie, weiß ich nicht wieso. War jetzt gerade so. Bisschen Gas geben können wir schon, Alice. Vielleicht solltest du mir mal die Hösle in Poppes. Wow! Hallo? Ach du heilige. Oh, was will er denn da oben? Ich will da wieder hoch, weil dann kann Donnie nicht an mich ran. Ich weiß noch nicht, ob ich da wieder hochkomme. Ich probiere es einfach. Nein! Mann, weißt du, weil ich da so irgendwie so direkt runtergeschlittert bin. Oh. Die Dollys sind ganz schön schnell unterwegs. Ich muss mich gerade so sehr konzentrieren. Das ist eigentlich echt blöd, so eine Situation. Huh. Komm, lade dich ab, Mann. Hallo, verworfen. Oh, wie sie immer weint, ne? Backpedaln. Aua, nicht. Macht ihr euch jetzt gegenseitig kaputt? Aber ich kann nicht. Oh, manchmal kann ich nicht targeten, das ist richtig bescheuert. Woohoo! Oh Gott. Was ist hier los? Ich müsste mal die dicke Dolly hier kaputt machen. Uha. Mach mal Piano, Junge. Okay, erstmal hier einsammeln hier. So. Nein, ich will das nehmen. Hör auf mich zu spucken. So, ist jetzt hier noch was? Nein. Okay, jetzt gehe ich mal kurz einsammeln, weil der Typ da oben interessiert mich eh nicht so sehr. Der kann eh nur werfen und der ist gefühlt damit beschäftigt. Eh nur von Rand zu Rand zu laufen. Ob ich hier nicht einfach da oben stehen lassen kann? Ah, jetzt ist es wieder verschwunden, Mann. So, jetzt komm her, Junge. Ist eh nur noch ein Kopf. Ah! Sehr praktisch, ja? Dankeschön, dass die Plattform dann runterfährt. Das hätte ich jetzt natürlich nicht erwartet. Ich dachte jetzt, ich bin wieder für immer
darauf gefangen. Nein. Boah, das war jetzt aber knapp. Boah. Ich werde da irgendwie immer so katapultiert. Habt ihr gerade gesehen, ne? Katapultiert. Da ist eine Tür. Wir haben wieder ein bisschen Geschichte. Gib mir die Tür. Diesmal, dann gehen wir direkt rein. Nein, damit. I had a role in my family's demise, but I did not start the fire. Centaurs don't live in Oxford, but a certain doctor did. I saw him, a preening undergraduate. Now I remember him. That key belongs to Lizzie's room. Was? Die haben den fünften Schlüssel. Wie ein Doktor? Was für ein Doktor? Ich verstehe immer noch nicht ganz, worum es geht. Also, klar, worum es geht, aber ne, ihr wisst, was ich meine. Seid bestimmt genauso verwirrt wie ich. Aber das macht gar nichts. Weil ich hoffe einfach, dass am Ende... Okay. Ich hoffe einfach, dass am Ende, ja, das alles aufgelöst wird. Was ist das hier? Wo sind wir hier? Oh, das ist... Oh, da ist der Zug! You hold your tears, girls. He lived a long life. And as the poet says, like a clock worn out with eating time, the wheels of weary life at last stood still. Ich finde den Zug super cool, ne? Das heißt, wir gehen, glaube ich, gleich in den Zug rein. Ist hier noch irgendwas? Nee. Das finde ich ja total spannend. Guck mal, wie riesig der ist. Guck mal. Der geht bis da nach hinten. Kann man gar nicht das Ende sehen. Boah, ich will da rein. Jawohl. Da warte ich ja schon die ganze Zeit drauf. Oh. Ich sehe es ja. Dass da Ecken sind und Kanten und Pixi und so. Ach, Alice ist da jetzt einmal durchgelaufen. Ja, okay. Ja, ist mir auch recht. Ich höre es schmatzen. Wohnen. Diese Treppen, ne, mit dem Fleisch da drin. Ach, cool. Auch cool. Also wisst ihr, auf manche Sachen muss man auch erstmal kommen, ne? Das ist so abgedreht hier. Au. Au, Alice. Das ist echt, ich finde es super. Also stellt euch mal vor, ihr habt so viel Vorstellungskraft. Ja? Dass ihr das alles hier entwerfen könnt. Wie cool ist das denn? Und das ist fies gewesen. So, hast du davon. Irre. Sieht ein bisschen verschimmelt aus hier. Ja, guckt euch das doch mal an, diese Feinheiten. Allein diese Bilder, ne? Und dann mit diesen Schubladen und dem Holz hier und diesen ganzen Dingern und was auch immer da so rumwackelt, das sind Puppen, ne? Und so, das ist doch absolut cool, Mann. Das ist Feinarbeit, das ist Geduldsarbeit. Ich würde wahrscheinlich durchdrehen. Komme ich da irgendwie hin? Oh, so nicht bestimmt. Das hörte sich jetzt an, als wäre es kaputt, aber ich weiß genau, dass es nicht kaputt ist. Das heißt, ich komme da so nicht rein. Nehmen wir mal die Schimmelköpfe mit. Ab! Kann ich da einfach rüberspringen jetzt, oder was? Probieren wir einfach. Ah, hier komme ich rein, ne? Wupp! Nicht so schnell hier. Dieser Hintergrundsound ist auch so bedrohlich, ne?
I'm no toy. He wanted me to do things I didn't want to do. I'm no toy? Okay. Manchmal sieht es ein bisschen so nach aus, Alice. Vielleicht liegt es an deinen Kleidern. Vielleicht solltest du dir mal überlegen, einen anderen Kleidungsstil dir anzueignen. Wobei in ich sage mal, Real Life läuft es ja gar nicht so rum. Guckt euch... was ist da? Das ist der Doktor, ne? Den sie vorhin erwähnt hat. Kann es sein? Hello, sir. Am I not the most wretched and selfish of fortune's fools? Oblivious, I live in a training ground for prostitutes. My mentor is an abuser and purveyor. I've been complicit with my sister's murderer and the killer of my family as he corrupted my mind. I sought relief from my pain and you turned me away from the truth. You are almost there. Almost free from what you fear. You could have been cured. You could have forgotten. Abandon the memory of my family. They are dead, and you should be too. You misbegotten abomination! Murderer! You blood-sucking parasite! The damage you've done to children! The abuse! I provide a service. In the great and awful metropolis, appetites of all sorts must be gratified. My family! My mind! The infernal train! The train is your invention, your defense. I merely set its schedule and itinerary. The train is coming with its shiny cars, with comfy seats and wheels of stars. So hush, my little ones, have no fear. The man in the moon is the engineer. I'll stop that train, if it's the last thing I do. As you wish, it will be. Hey! Der Typ war echt ekelig, ne? Hä? Sind wir das jetzt, oder was? Your lust. And where your body is, your mind will follow. Perhaps it's already there. WTF? WTF? Ich... Wow! Hallo? Oh, okay, Gott sei Dank. Ich dachte... Da läuft ein Geist rum. Hallo? Hä? Machine-made Corsets. Mhm. Es schneit. Es schneit ein bisschen. Wieso laufen da über Geister rum? Wo soll ich überhaupt hin? Da wohl nicht, ne? Ich kann ja auch nichts machen hier. Das ist ja total... Es schneit. Bei mir schneit es auch draußen. Da hat sich das Wetter also dem Ding hier angepasst. Ich glaube, da sollte ich nicht... Muss ich da jetzt runter, oder was? Wisst ihr, jetzt ist das Spiel hier im Reellen so cool gewesen bis jetzt. Und jetzt steht da so... Statt es einfach zuzumachen, ne? Das heißt, ich muss wirklich da runter. Und ich hasse sowas, ne? So Keller, das hat direkt... Wo bin ich denn jetzt, bitte? Oh, es geht weiter runter. Hallo, Mister? You oozing sore of depravity! Children wearing their names around their necks as if they're breeding livestock! A declaration of their pedigree. You could use one. They're proud to display their provenance. You brute! They can't remember who they are or where they're from. How many minds have you twisted into forgetfulness? Not enough. Yours would have been a triumph. Still. You're an insane wreck. My work is done. Wow, das war ihr Psychodoktor, oder was? Der lässt Leute was vergessen? Wir sind Pippi. Ja, Alice! Sie hat sich befreit von Pippi sein. Dies. Alice is no longer a Pippi. No Pippiness anymore. Wow, jetzt sind wir in dem Zug. Infernal Train. Ich habe so das Gefühl, da sie sagte, dass das unser letztes Ding ist, was wir machen wollen, ne? Also
bis wenn. Sie sagt ja, auch wenn es das Letzte ist, was ich tue, so typisch filmreif, ne? Ich glaube, das wird jetzt so. Es geht jetzt, glaube ich, so Richtung Ende. Chapter 6. Ich dachte, es gibt nur 5. Guck, da gibt's nämlich auch keine Dinger mehr. Weapon upgraded haben wir eh alle, ne? Yep. Exit. Und deswegen gucke ich einfach mal, was da in der nächsten Folge passiert. Vielleicht sind wir auch schon am Ende dann. Vielleicht auch nicht. Hoffen wir mal nicht. Aber der Zug ist doch mal cool, oder? So eine Kirche, so eine fahrende. Ich bin auch gespannt, warum es eine Kirche ist. Ob das da auch noch irgendwas zu tun hat. Wir werden sehen. Also dann, bis zum nächsten Mal. Bye-bye.